Hey ho Leute, was geht? Willkommen zu Minecraft. Und ich glaube, ich habe eine Sache vergessen. Machen wir hier kurz. Ah, sollte eigentlich sogar passen. Stimmt, okay. Gut. Willkommen zu Minecraft. Heute mal kein Multiplayer. Ich sehe vielleicht nur so eine schöne Landschaft. Wir werden ab heute brandneu ein Let's Play starten. In dieser wunderschönen neuen Welt. Ne? Und oh mein Gott, warum ist es so dunkel? Genau, weil ich Shader drin habe. Haha. Und ja, schöne Wolken und so. Jedenfalls. Ah, ich bin nicht durchgefallen. Okay. Okay, Scherz. Sollte kein Let's Play werden. Ich will euch nur zeigen, woran ich gerade dran arbeite mit zwei Freundinnen. Und nein, ich arbeite nicht in der Bergregion, weil das, woran wir arbeiten, ist gerade hinter mir. Und genau, das wollte ich jetzt gerade dir mal zeigen. Falls ihr mehr. Ach, egal, mach ich das später. Und da vorne sieht man schon einigermaßen etwas und eine nicht geladene Welt. Schön! Ja, ich denke, ich fange einfach mal hier vorne an. Das ist mein Teil. Wir haben quasi so unsere Arbeit so aufgeteilt, so ein bisschen. Aus dem Architekturstil und so weiter. Ein bisschen anders bei jedem. Ja, ich sag, man kann mal halt mal so die Häuser zeigen, ne? Also, ich will eigentlich schon mal so zeigen, was wir gemacht haben. Ihr wisst dann vielleicht auch, warum jetzt ab und zu keine Videos kamen, weil inzwischen hänge ich fast den ganzen Tag hier ran. Ach, ich gucke einfach mal. Vielleicht machst du sogar direkt hier hinterher sogar eine Runde. Ender Games oder so. Mal gucken, mal gucken. Ja, jedenfalls ist das jetzt hier quasi mein allererstes Haus, was gebaut wurde. Ich habe mit dem Weg angefangen, dann mit dem Haus hier so einen wunderschönen Eingang hier gebaut. Ne, wunderschön. Hier schön Wasser am Fließen. Ne, das kommt von da oben, kommt hier runter. Ne, wunderschön mit Glowstone darin. Sieht im Dunkeln sehr schön aus. Gerade mit den Schildern zusammen. Ein Oktopus, aha. Da vorne halt so schön Gras, bla bla. Hier vorne auch Gras. Hier mit Glas und so. Geht hier rein. Dann habe ich hier meine Küche. Meine Küche. Ne, so wunderschön mit hier Waschbecken, mit Hahn, Zeugs. Waschmaschine könnte man so unten eigentlich sein. Mit Pistons dann diese eine Theke. Hier auch Ofen vielleicht. Kühlschrank, ganz klar. Zeugs halt, ne? Hier, ach genau, hier auch Ofen mit hier Luftabzugshaube, Esstisch. Machen wir hier zu hier. So. Wohnzimmer ohne Fernseher. Außer man will sagen, dass das kleine Ding ein Fernseher ist, aber ich sag, das ist kein Fernseher. Dann gehen wir mal runter. Unten ist ein Bad. Das Badezimmer, weil oben kein Platz mehr war. Hier halt so mit, ne? Waschbecken, bla bla bla. Hier die Toilette. Wunderschön. Also das ist mein Lieblingsort im ganzen Spiel, ne? Also ich finde es schön hier. So schön gemütlich, ne? So. Ja, auf jeden Fall. Bester Ort im ganzen Spiel. Aus der ganzen Welt. Hier so mit Glowstone, damit hier ab und zu auch mal Licht scheint, ne? Dann das Bad, ne? Hier mit Hahn, was eigentlich nur nach unten zeigen sollte und nicht nach oben. Sonst wäre die ganze Decke nass. Und oben ist Holz, das wäre nicht schön. Laminat, ne? Dann gehen wir mal wieder hoch, weil hier gibt es wirklich nicht viel zu zeigen. Aber oben habe ich quasi noch ein Schlafzimmer hier. Ne? Schlafzimmer. Das halten, ja. Ich mag die normalen Betten nicht. Ne? Und hier dann quasi so eine Art Mini-Terrasse. Boah, sieht so schön aus in dem Shader. Wenn hier so rausgeht. Schön. Schöner Ausblick auf die anderen Sachen, die wir gleich sehen werden. Ne? So, ich finde es schön. Genauso haben wir aber auch hier noch so eine kleine Mini-Sitzplatz-Ecke-Zeugs und noch eine richtige Terrasse mit Sonnenliegen hier, ne? Sonnenschirm. Hier zum Grillen. Da vorne so einen schönen Grill. Mit Tisch und Stuhl. Tisch und Stühle und so, bla bla. Dann war es eigentlich schon mit diesem Haus. Ich kann jetzt mal kurz so hier rumfliegen, ne? Also, ich habe sowas noch nie vorher gemacht. Also, ne? Verzeiht mir. Ja, also das war das Haus. Ne, hier so von hinten vorne. Und dann, ja genau, hier war eigentlich vorher alles so mit Dings zugeklastert in diesem Birkenwald. Waren es Birken? Waren es Birken? Ich gucke jetzt mal kurz. Das waren Birken, genau. Oh, da haben wir schon Besuch. Den Ars da, den kennt er ja zum Glück. Ich weiß nicht, ob ich da gerade weiß, dass ich ein Video mache. Naja, gut. Dann begleitet er mich halt. Das ist mein zweites Haus, was ich gemacht habe. Ja, lauf mir nicht vor die Linse. Alter! Das ist mein zweites Haus. Da, ich fange mal hier an. Hier so ein kleiner Parkplatz. So, ne? Kann man auch reingehen gleich. Das sieht man dann später. Dann hier einfach so schönes Design-Element, sag ich jetzt mal. Hier ein, schreibt eigentlich was? Alo.
Ach, warte mal, also Ahmed Al-Ahyan, Kaka am Dampfen, Alo, ja, okay. Warte, ich schreib ihm mal. Habe dem Chat. Warte. Habe den Chat aus Digga. Mal gucken, jetzt soll ich erstmal kurz anfangen, ich hab da zurück. Ach so. So, weg. So, hier ist mein Pool. So, Poolbereich, ne? Mit Jacuzzi. Huch. Hier könnt ihr euch auch noch was in den Baum so hinpflanzen. Ich finde, sieht so sonst sehr leer aus. Ist ja hinten geblieben. Ne, also auch für so ein schönes Deko-Element, die Säulen da. Ja, ich finde es schön, ich finde es schön. Ich finde es schön. Ja, wir gehen mal rein. Hier könnt ihr auch so einen Eingang hier hin. Sieht man dann gleich. So, Tune off. Er folgt mir nicht. Lol. Hat er irgendwas geschrieben, aber was? Hat mich halt aus Digga. Achso. Aha. So, hier kommt man dann halt zu dem Parkplatz-Ding, wo halt leider kein Auto stehen kann, was ich aber gern hätte. Habe ich Dings drin? Nee, ich dachte, ich habe den DOF-Chair da drin. Nee, nee, nee. Hier ist das Bad. Keine Toilette, weil kein Platz mehr war. Und hier schön Bad, schön beleuchtet. Ne, hier Waschbecken, bla bla bla. Hier einfach nix, keine Ahnung. Hier könnte man noch in den Keller reinkommen. Mal gucken. Hier geht's dann zum Pool. Boah, ich mag das mit den Reflexionen. Ja, schön. Dann gehen wir mal wieder hoch. So, hier oben ist dann hier das Schlafzimmer. Nichts Besonderes, ne? Ziemlich leer und trist. Mit ein paar Büchern, bla bla. Wie gesagt, nichts Besonderes. Wohnzimmer, eigentlich ebenso. Riesenfernseher. So einen Fernseher hätte ich auch gern. Naja, mit einer kleinen Mini-Couch. Couchtisch. Da in der Mitte. Ja, hinter kann man auch Verstecken spielen. Ja, hier. Ich sehe mich nicht. Ich sehe ihn. Jemand guckt aus dem Fenster hier rein. So, hier auch schön Dings. Mit Glasdach. Jetzt sehe ich gerade selber nichts. Okay. Bildschirm. Bildschirm ist komisch. Ich glaube, das war's so. Jetzt kann ich einfach mal hochfliegen, weil hier oben ist dann quasi noch hier so eine Grasfläche. Sieht modern aus, finde ich. So einen modernen Look. Na, also hier von allen Seiten mal, ne? Kennt ihr ja. So, hier von hinten. Von der Seite. Ja. Und dieses kleine Mini-Ding hier ist das, woran ich gerade jetzt gerade dran hänge. Ist nichts Besonderes. Ich hatte einfach nur zu viel Platz hier. Da dachte ich mir, komm, baue hier so ein mini, kleines Mini-Haus hin. Ist noch nicht fertig, um Gottes Willen. Wenn man hier reingeht, ist hier noch gar nichts. Rein gar nichts. Ne, hier oben so Ricks. Alles leer. Minigarten. Kommt auch noch nichts. Kommt noch was rein. Ist noch nichts drin. Ich schau mal, ne? Also noch steht nichts fest. Ja. Dann mach ich mal hier wieder zu. So, dann geht's quasi über so einen Dingsweg hier rüber. So einen Wasserweg hier rüber zu unserem Dock. Wo ein Schiff verschwunden zu sein scheint. Ach ja, was man noch hier sehen könnte, hier hatte ich so eine ehemalige Hütte. Und da sind noch Holzüberreste. Ich weiß nicht, ob das zu mir gehört. Ich habe es zugebaut, deswegen sieht man es nicht so krass. Hier müssten halt ein paar Stück Holzüberreste sein. Genau da unten, glaube ich. Oh, man sieht ja nichts. Heiß, Dings, ey. Ja, mit den Schildern ist das komisch. Jedenfalls, ich mache mal wieder hier hoch. Genau, jetzt hat er mir jemand Chat zerstört. Time set day. Das machen wir weg hier. So. Genau, also unser Dock. Das ist neu. Das hat der eben noch nicht gehabt. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, weswegen das hier sein soll. Ich check das nicht. Ich finde persönlich, es nimmt schon zu viel weg vom See. Aber okay. Seine Freiheit. Kann er machen, was er will. Ja, auch so, ne? So Fläche. Also hier soll sowas so eine Art. Noch reinkommen wie so eine Art Marktplatz, sag ich jetzt mal. Hier so halt eher so Dock, Fischerplatz, Stelle, ne? Ansonsten hier noch so ein Marktplatz mit Ständen. Oben sind schon ein paar, die zeige ich dann gleich. Huch, okay, sollten wir die Treppen aber ausbessern. Ich muss dem Typen nochmal sagen, ne? Hier springen ist Kacke. Ja, das ist ein alter Weg, der runter geführt hat. Den gibt es nicht mehr. Ich glaube, und Überreste noch ganz unten. Ja, genau, sieht man auch die Überreste. Da. Ne? Also, wisst ihr Bescheid. Hier ist dann halt auch noch so eine freie Fläche. Genau hier kommen wir dann langsam quasi zu den ersten Ständen. Da vorne ist man schon ein Stand. Ja, so zum Beispiel.
Hier geht's von zwei Seiten hoch und runter, genau. Hier unten sind auch schon ein paar und ich habe eben gesehen, der baut da gerade auch schon fleißig. Hier ist quasi so ein Stand, hier ist ein Stand, ne? Ich glaube, er baut gerade hier drin, oder? Nee, habe ich nicht gerade gesehen. Sind quasi so Mini-Häuser, also die billigen Häuser, sage ich jetzt mal. So Mini-Balkon hier sieht man ja schön. Ach, er baut den Boden. Ah. Okay, davon haben wir schon zwei Stück, wie ich sehe. Oh, das ist neu. Oh, warte mal, das ist neu. Das kenne ich ja gar nicht. What the fuck? Oh! Ach krass! Weiß, wie es anzuregen. Wie geht denn das nochmal? Weather clear. Ja, es geht. Ging's? Ja. Das kenn ich ja gar nicht. Okay, schauen wir uns gleich dann zusammen an. Lass mich überraschen. Jedenfalls war hier der Beginn quasi. Ach, hier ist auch der Turm, genau, stimmt. Hier im Inneren ist rein gar nichts eigentlich. Nur ein schöner Ausblick. Ja, wenn man hochspringt. Komm, gehen wir mal hoch. So, von hier ist quasi so die erste Ebene des Turms, ne? Dann geht es halt ein bisschen höher. Da mit hier Leuchtfeuer und so. Das ist quasi alles Haus gewesen. Damit hat er angefangen. Ah, der Ars da. Ja, also. Ist halt, ne? Mit Brunnen und so. Ich sag mal, das kam halt später. Eigentlich kam. Also, er wird wirklich mit dem Haus jetzt angefangen. Ist auch meiner Meinung nach schön geworden. Ja, hier von außen so. Hier fange ich erstmal von außen an, weil innen ist, glaube ich, sehr viel mehr zu sehen als außen. Dann gehe ich mal rein. Ich breche jetzt ein. Oh, huch, halt Etage. So, hier. Schlafzimmer. Ne, also sehr trist bei ihm. Riesenfernseher. Man kann halt nicht viel mehr machen. Das ist auch so ein Ding. So, Bad, WC. So ein Riesenbad, ne? Was sie bei ihm auch so versucht hatten, war mit Dispenser das Wasser ein- und ausschalten zu können, aber dafür reicht der Platz nicht. Das hatte meine allererste Hütte, die ich leider abgerissen habe. Aber hier leider nicht. Genauso hier WC. Klack. Ach, so mit Deckel, den habe ich glaube ich gar nicht. Naja. Dann geht es hier hoch. Hier oben einfach so eine kleine Sitzecke, Zeugs, Dingen. Hier auch. Okay, das ist komisch. Hätte hier eine Bar, glaube ich, hingemacht. Das wäre cool gewesen, merke ich gerade. Hier so eine kleine Terrasse. Ich finde Terrasse sehr schön. Boah, von hier hat man echt einen geilen Überblick. Weiß gut, wieder hier hin. Naja, hier oben haben wir die zweite Terrasse. Hier sieht man quasi den Rest der Welt. Da haben wir noch nichts gemacht. Da ganz hinten ist sogar ein Dorf. Vielleicht gehen wir sogar bis dahin irgendwann mal. Da schauen wir mal. Das war's hier eigentlich auch schon. Dann gehe ich mal hier raus. Und dann gehe ich mal in dieses Ding, was ich noch nie zuvor gesehen habe. Echt, ich habe das vorher noch nicht gesehen. Ach, hier ist der. Ist hier drin der Eingang? Hier war ich auch noch nicht drin. Oh, ich bin auch toll vorbereitet hier. Ich habe heute noch nicht mit den Typen geskypt, deswegen weiß ich das nicht. Ey, komm, lass mich raus. Vielleicht hat er es mir dann gesagt. Hat er vielleicht gar nicht gestern Abend gebaut? Nee. Gestern Abend war hier aber noch nichts, oder? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Hier mal rein. Oh, innen drin ist nichts. Okay. Aber ich finde das von außen schon schön. Hoch. Oh. Antivir. Brauchst mir nicht sagen, dass die Aufnahmesoftware viel Speicher wegnimmt. Das weiß ich selbst. Hier ist auch nichts, ne? Nee. Aber schön, schön, muss ich sagen. Schön, schön. Hätte ich nicht gedacht. Was ist eigentlich das da unten? Ach so. Okay. Haben wir es jetzt gesehen? Nee, hat man nicht. Gut. Ich habe jetzt mein Skype-Fenster gesehen. Das wäre nicht schön gewesen. Das wäre nicht schön gewesen. Ich merke gerade, ich ziehe das Video einfach unnötig in die Länge. Egal! Hier ist ein Weg, den habe ich auch noch nicht gesehen. Der Weg führt hier weiter. Hier habe ich ihn nur eben von außen gesehen. Okay. Es geht jetzt ziemlich weit. Okay. Ah, es hört hier auf. Ach, wir wollten. Ja, okay, wir wollten ein Dorf so ein bisschen umsiedeln auf eine andere Seite. Vielleicht ist es dann das. Weil wir in der Mitte gar keinen Platz mehr haben. Ja, okay. Gut, das kann sein. Das kann sein, genau. Ja, ich durchschaue dich, wenn du das Video siehst. Ich durchschaue dich. Ich weiß, was du hier tust. Denk nicht, ich wüsste nicht, was du tust. Denk das nicht. So, hier unten haben wir quasi unseren unbekannten Gast, den niemand kennt. Und dessen Haus. Quasi Mini-Pool hier. Ich sag mal, sie ist eine Anfängerin.
Und dafür ist die eine Anfängerin ist, finde ich das Haus geil. Wirklich. Sie hat mit uns zum ersten Mal Minecraft zusammen gespielt. Mit dem Start des Servers. Ja, da ist nichts. Das kann man ignorieren, da sind so Flammen im Boden. So. Reiner Test, glaube ich. Ich glaube, es war ein Test. Ja. Na, also dafür, dass sie als Haus ist. Also sag mal, sie saß jetzt sehr, sehr, sehr lange dran. Dafür ist aber echt cool. Steht da was? Nicht rumschwulen. Jetzt macht er doch extra. Da habe ich schon unser Ass da. Okay, wir gehen mal rein. Wunderschöne Bar mit Küche. Mit Kühlschrank. Habe ich gebaut. Ne? Hier auch so eine kleine Sitzecke, wo man aber essen kann. Und das auch von mir. Die Idee. Ja, bin sehr stolz drauf. Ja. Hier, die Lampe ist auch von mir. Ja. Ja, auch die Sitzecke und so weiter. Hier mit schönen Fernseher. Genau, mit quasi Fake-Boxen, was einfach nicht anders geht. Leider. Mit Glasboden. Ich mach mal hier. Erlaub mir mal die Frechheit, hier runterzufallen. Um zu zeigen, dass hier unten eigentlich nichts ist, außer Wasser. Hihi. So, mal wieder zu. Dann gehen wir mal hier hin. Hier ist dann der Gang ins Schlafzimmer. Okay, das ist neu. Kenn ich auch noch nicht. Boah, die bauen manchmal Sachen, dass ich nicht da bin. Quasi, hier ist, Dings. Hier. Begehbarer Kleiderschrank, genau. Mit Schmuckschatulle, quasi. Geht ja leider nicht kleiner. Hoch. Hoch. Fuck. Ach, ich liebe das, wenn man aus den Sachen kaputt schlägt. So. Genau, das ist das. Mit schön Bambus habe ich reingebaut. Ich bin stolz wie Oscar, ey. Hammer. Hammer. Genau, dann gehen wir mal hier rüber. Hier ist quasi das Bad. Ich finde das Bad sehr schön. Vor allem mit dem Texture Pack sieht das wirklich, wirklich sehr schön aus. Sie hat es noch ohne gebaut, aber jetzt wird es halt, jetzt hat es glaube ich mit. Und ich finde es wirklich sehr schön. Vor allem mit den Streifen. Das sieht wirklich sehr, sehr, sehr geil aus. Und da oben, das kann glaube ich noch ausbessern. Ja, gucken wir mal. Ach, soll das, was soll das sein? Ein Klo? Könnte sein. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Hier ist das Bad. Hier ist die Dusche dann. Hier Waschbecken und so weiter. Ne, ist ja klar. Hier eine Sauna. Ich habe was vergessen. Gerade so ein in Astas Haus. Okay, dann gehen wir gleich nochmal hinten zurück. Ja, hier ist die Sauna. Ne, also typische Sauna. Schön Holz und so. Oh, ist die Tür eigentlich auch weg, sehe ich gerade. Da hat jemand aber die Tür weggehauen. Hier wird brandneuen Dings gebaut, im Wintergarten. Ich weiß nicht, ob der jetzt fertig sein soll oder nicht. Habe ich keine besten neueren Informationen zu. Da müssen wir uns später mal erkundigen. Wir gehen mal ganz kurz zurück zu Asters Haus. Obwohl, hier war es quasi auch schon. Hier gibt es oben so eine kleine Ecke zum Sitzen. So zum Gucken, so. Ich finde Dings hier schön. Ich mache mal wieder hier. Time set day. So. Hier, okay, das sah mal schön aus. Ist wahrscheinlich eingefroren. Ja, ist eingefroren. Ja, okay, das ist doof. Es friert hier schnell ein, das Wasser. Das ist schade. Naja. Jedenfalls ist da halt noch so. Da lief Wasser runter, was sehr schön aussah. Hier ist gerade so eine zweite Hütte oben. Oder eigentlich eher ein Nebenzimmer, ist keine Hütte. Weil hier ist halt nichts zum Wohnen. Hier ist halt einfach Sitzecke, Kisten, Bibliothek. Ja. Was gibt hier noch? Genau, ich wollte noch Astas Dings zeigen. Keller zeigen. Ich wollte Astas Keller zeigen. Weil die habe ich komplett vergessen. Ist mir eingefallen, als ich eben die Sauna gesehen habe. Weil es lohnt sich wirklich sehr, das hier zu sehen. Hier geht es dann runter. Ne? Also ich finde der hier irgendwie. Hier ist so eine mega Designsänderung so. Mittelalterlich, paum, modern. Ne? Also, finde ich lustig. Das ist einfach nichts, einfach Regale, bla bla. WC. Ne, hier habe ich zwei WCs hier, ne, Standard. Und es muss mehrere geben, weil hier Zutritt nur für Personal. Da kann man schon vielleicht erspähen, was da drin ist und was das hier sein soll. Im Notfall sage ich es gleich nochmal. Dann geht's hier rein und dann haben wir eine Art Kino. Ne, wir haben so ein kleines Mini-Kino hier drin. Und das ist quasi der Projektorraum gewesen, wo wir da drin waren. Deswegen war auch nur Zutritt für Personal. So, dann geht es hier aber noch runter. Leider gab es jetzt keine bessere Möglichkeit, hier runterzukommen, außer diese Leitern. Bumm, hoch, zu weit ist noch gefallen. Das wollte ich hier hin. Und hier, okay, das auch, das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Da hat Grillbar, das finde ich geil. Ist auch schön. Auch schön, ja.
Schön. Dann hier seine Sauna. Ne? Hier ist auch. Erinnert mich irgendwie an Skyrim. Ich weiß nicht wieso. In Skyrim gab es irgendeine Stelle, da gab es so halt Feuer in der Mitte und außenrum so Tische, wo man essen konnte und so weiter. Ich weiß, ist es nicht, aber erinnert mich daran. Ich weiß nicht wieso. Wo ist der Glowstone und da nicht? Keine Ahnung. Dann geht's hier, das finde ich auch sehr geil. Vor allem mit dem Shader zusammen, die Decke. Ich finde, die Decke sieht so geil aus hier. Du kannst ja Mini-Bull-Bereich. Mool-Bereich, ja, Pool-Bereich mit der Decke. Ne, sehr schön, sehr schön. Abtauchen, dann sehe ich nichts mehr. Ja. Nee, ich finde das mit den Lichtern echt sehr schön. Vor allem mit dem Shader. Ist super, super schön. Super schön. Richtig romantisch. Hier unten ist nichts. Einfach erstmal vorläufig freigeräumt. Man sieht auch schon teilweise die Sachen, die oben hängen. Mal gucken, was hier noch hinkommt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er weiß es auch nicht. Wir müssen uns überraschen lassen. So, ich glaube, das war es jetzt eigentlich auch. Ich denke, ich habe nichts vergessen. Deswegen fliege ich jetzt nochmal ganz kurz rum. Jo, hier raus. Also bei ihm dürfte es ja eigentlich nur das hier gewesen sein. Genau. Also ich finde das da echt geil. Das ist neu. Und das sieht auch schon cool aus mit dem Gitter davor. Ach, da ist sogar schon ein Zimmer. Kann das sein? Nee, ach nee, ist einfach nur rotes Glas dahinter. Okay. Da hat er nichts dran. Vielleicht kann man sogar buntes Glas hinmachen, wie bei den Kirchen oder so. Wer weiß, so Mosaik-Style, ne? Da liegen Enteraugen. Wo ist denn eigentlich hin? Der stand da eben noch. Ach, da oben ist er jetzt. Ja, okay, dann. Ja, bei mir gab es nur das zu zeigen. Hier gab es nur das zu zeigen, soweit ich weiß. Und das da genau. Ich glaube, mehr gab es nicht. Na gut. Ja, da würde ich eigentlich auch sagen, das war's dann auch. Wenn ihr Interesse daran habt, könnte ich mir überlegen, quasi einmal pro Woche, pro Monat oder was auch immer, mal so die aktuellsten Änderungen im Video festzuhalten und zu zeigen. Kommt quasi auf euer Interesse an, weil ich werde hier, also wirklich filmen werde ich hier wahrscheinlich nicht, während wir am Arbeiten sind oder sonst was. Das wäre einfach. Ihr stellt es mir langweilig vor und das sind teilweise halt immer in Skype. Ich weiß nicht, ob wir auch in Skype halt aufgenommen wollen. Beste Deutsch, ich bin zu müde, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die in Skype aufgenommen werden wollen. Deswegen, da frage ich erstmal nach. Oder ich schneide halt einfach heimlich mit. Nein, Scherz, um Gottes Willen. Werde ich noch angeklagt oder so? Nee. Nee, mach ich aber einfach nicht. Deswegen, da schauen wir mal. Kommt auch auf euer Interesse an, ob ihr Interesse an sowas habt. Ich habe noch sehr viele Pläne für den Bereich da vorne. Der ganze Bereich. Der ganze Holz kommt weg. Natur ist Kacke, ne? Wissen wir alle. So, genau. Wird noch ein sehr großes Projekt. Ja, hier gibt es eigentlich wirklich halt nicht viel zu sagen. Man kann halt sagen, ja, wir haben jetzt endlich mal quasi. Das Lustige war, wir haben halt 2, 3 Tage in Minecraft gezockt, so auf unserem eigenen Server, den wir uns jetzt quasi. Der Server lief quasi immer auf dem PC vom Asta. Natürlich nicht so toll, das ist ja klar. Es laggt natürlich ab und zu ein bisschen, ist ja logisch. Jetzt haben wir uns deswegen extra einen Server gemietet, zum allerersten Mal. Ich muss sagen, hat sich aktuell noch gelohnt, weil man kann halt online gehen, wann man will. Ja. Was passiert eigentlich mal, wenn ich hier. Ja, ich schreibe ihm gleich. Time Set hoch. Night mache. Genau, das wollte ich erzählen. Jetzt sieht man erstmal die wunderschöne Beleuchtung. Genau, die wollte ich auch zeigen. Hier wunderschön beleuchtet, wunderschön. Hier sieht es wirklich mittelalterlich schon fast aus. Da fehlen nur ein paar Fackeln und ein paar Dings hier auf dem Boden. Bei mir genauso mit dem Glowstone. Vor allem das Haus hier. Mit dem Glowstone. Ich finde das echt geil. Richtig geil, ne? Richtig geil, so richtig zu verlieben. Huch. Wasser gefallen. Und hier auch zwischen den Säulen ab und zu. Dieses Glowstone. Genauso wie hier vorne. Und zum Beispiel, das finde ich so geil, ne? Dass man im Wasser so diese Spiegelungen von dem Glowstone hat. Boah, könnt ihr ganz stark da reingucken. Das ist ein Schaf. Hier unten habe ich ja auch was. Deswegen sieht das auch hier unten sehr geil aus. Ohne Shader sieht es halt ziemlich langweilig aus. Deswegen finde ich das richtig geil. Jetzt klappt ja zum Glück endlich mit einer neuen Grafikkarte. Und trotzdem. Trotzdem frisst das sehr viele Ressourcen. Trotzdem kommt es ab und zu zum Ruckeln. Na gut, das war's dann halt. Und wie gesagt, wenn ihr halt mehr haben wollt oder Interesse habt an mehr, schreibt es in die Kommentare.
Und dann werde ich mal gucken, ob ich halt einmal in der Woche, einmal im Monat oder was auch immer, oder falls da wirklich eine große Änderung innerhalb von ein, zwei Tagen kommen sollte, es posten kann, Video machen kann. Na, sagt einfach Bescheid. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschö.